Willkommen beim Video. Dijkstra Algorithmus, hier Operations Research TU Berlin. Ich erzähle etwas Schönes über den Dijkstra Algorithmus in ungerichteten Graphen. Das, was euch in meinem Crashkurs erwartet, das, was ihr auf jeden Fall wissen müsst. Viel Spaß beim Zuschauen hier. Und zwar, wenn wir mal kurz einen kleinen Einblick geben, was für euch wichtig ist hier bei Professor Hirschhausen. Die Graphentheorie zum einen, wobei wir hier dann über den Dijkstra-Algorithmus reden werden. Dann natürlich die Netzplantechnik im MPM, CPM etc. Lineare Programmierung, ach du meine Güte, ganz großes Thema hier mit Simplex-Algorithmus, Primal, Dual etc. etc. Und natürlich die ganzzahlige Optimierung dann schließlich. So, und wir reden hier über dieses wunderbare Thema des Dijkstra-Algorithmus zum Auffinden des jeweils kürzesten Weges. Und da wollen wir mal schauen. Angenommen, wir haben hier diesen schönen Graphen mit jeweils dann Knoten und Kanten und so. Und dann wollen wir hier mal schauen, was dann da so abgeht. Ne? Also, wir markieren hier zunächst mal die 1, schreiben uns also dann hierhin, dass wir hier ne, den Knoten 1 markieren und dann geht's los. Also auf dem linken, ne, hier in der linken Hälfte der jeweiligen Spalten sind dann die jeweils kürzesten Distanzen abgetragen und dann die jeweiligen Vorgängerknoten, wie man das so macht im Dijkstra-Algorithmus. Sobald wir etwas markieren, machen wir dann hier Kreuze, will sagen, unterhalb der 1 geht dann schlussendlich nichts mehr. Alles klar. Von 1 nach 2, will sagen, von 1 nach 2 sind es hier 100 Einheiten, will sagen, von dem Weg. Und um zu 2 zu kommen, haben wir 1 dann als jeweiligen Vorgängerknoten. Genauso nur anders bei der 3, um von der 1 zu 3 zu kommen, haben wir hier eine 10 und dann die 1 als Vorgängerknoten. Weil dann aber die jeweiligen anderen Knoten nicht berührt sind durch diese unmittelbare Bewegung, bleibt es hier bei der Distanz von unendlich und jeweils kein Vorgängerknoten. Alles klar. So sieht es aus, wenn wir den Knoten 1 markieren. Dann geht es weiter mit, hier ist die minimale Distanz 10. Wir sagen, es wird dann der Knoten 3 markiert. Wir sagen hier eine 3. Und weil wir die 3 markieren, haben wir dann hier Kreuze abzutragen. Wir sagen, da kommt dann schlussendlich nichts mehr. Und noch ein bisschen weiter unten hier nochmal Kreuz, Kreuz. Also dort sind wir dann durch. Alles klar. Dann gehen wir hier, ich markiere das nochmal so, dass ihr auch den Graphen dann entsprechend seht. Gut, die 3 ist hier markiert. Was heißt das? Das bedeutet dann doch, dass wir hier eine 12 haben, um nämlich zum Knoten 2 zu kommen, können wir ja jetzt nicht mal diese Distanz da wählen, also nicht nur diese 100 gehen, sondern wir können auch über die 3 schlussendlich zu 2 gelangen. Also 10 plus 2 will sagen 12. Ja, will sagen, das ist dann die 12, um dorthin zu kommen. Und dann hätten wir als unmittelbaren Vorgängerknoten die 3. Will sagen, von hier nach dort gelangen wir über die 3. Ne? 1, 3, 2, alles klar. Und genauso, um zur 4 zu gelangen, weil ja jetzt hier die 3 markiert ist, können wir auch diesen Weg beschreiten, also 10 und 70. Und 10 und 70, also 80, ist weniger als unendlich und also müssen wir hier dann die 80 eintragen und der unmittelbare Vorgängerknoten, um von der 1 zur 4 zu gelangen, wäre dann der Knoten 3 und also 80 Knoten 3. Genauso hier, um zur 5 zu gelangen. Zur 5 zu gelangen, da kommen wir dann doch hier über diese 3. 1, Möb, Möb, ja, alles cool. Mit 25 und unmittelbarer Vorgängerknoten ist die 3. Und hier zur 6 gelangen wir weiterhin nicht, alles klar. So, weiter geht's. Dann müssen wir die minimale Distanz hier gucken. 12, 80, 25, da ist die minimale Distanz doch 12. Ergo wird hier der Knoten 2 markiert, was ich dann hier mit kennzeichne, dass die 2 markiert ist. Und also, weil die 2 markiert ist, mache ich hier Kreuz, Kreuz, will sagen, da kommt dann nichts mehr. Da kommt dann nichts mehr. Und jetzt geht es dann weiter, will sagen, ich möchte dann natürlich zum Knoten 4 über die Distanz 2, will sagen, ich könnte dann auch hier jetzt gehen. Und um von der 1 zur 4 zu gelangen, könnte ich also insofern, wenn ich denn wollte, auch das da beschreiten, 150, das ist aber natürlich albern, ne? 80 ist ja viel cooler.
Also wenn das hier Kosten sind oder Distanzen, wie also Minima hier beschreiten möchten, dann haben wir die 80. Also tut sich an der 80 insofern nichts. Und der unmittelbare Vorgängerknoten, um von der 1 zur 4 zu gelangen, ist weiterhin das über die 3 zu machen. Genau, also dieser Weg ist Schrott. Ja, dieser Weg hier ist nichts, 1, 2, 4, sondern vielmehr 1, 3, 4 ist dann der richtige Weg, um von 1 zur 4 dann zu gelangen. So, und hier, ne, auch dort tut sich nichts. Also um von 1 zur 5 zu gelangen, nochmal hier kurz im Graphen anzeigen, um von 1 zur 5 zu gelangen. 1, 3, 5, so, 10 plus 15, 25, alles klar. Und ja, jetzt haltet euch fest, obwohl, nee, zur 6 gelange ich weiterhin nicht. Und so, wartet mal, hier zur 6 zu gelangen, was habe ich hier markiert? Genau, hier ist die 2 also markiert und also, ne, ist es noch zu weit, um zur 6 zu gelangen. Alles klar. Will sagen, dort habe ich dann noch nichts bei der markierten 2, unendlich und Strich. So, wieder wird hier geguckt, was ist minimal? 80 und 25. 25 ist kleiner, also kann jetzt hier die 5 markiert werden. 1, 3, 2, 5, ne? Die markierten Knoten nehmen immer weiter zu. 5 ist markiert und also hier Kreuz. Und weil er hier gleich noch etwas markiert wird, müssen wir die Kreuze noch erweitern. Hier tut sich also dann nichts mehr, wie der Berliner sagt. So, was wollte ich sagen? Die 5 ist markiert und also ist dieser Knoten jetzt frei. Ist dieser Knoten frei und der Flow kann dann also darüber gehen. Zum Beispiel können wir jetzt also an die 6 dann gelangen. Ne? Von der 1 zur 6 zum Beispiel. Ne? Ja. Und das hieße also, wenn wir hier zum Beispiel dann sind, dann wollen wir zu 4 gelangen. 1 zur 4. 1 zur 4 und die 5 ist jetzt markiert. Das bedeutet dann doch, dass wir hier eine kürzere Möglichkeit dann haben. Juhu, jetzt guckt doch mal hier. Boah, bis jetzt von 1 zur 4 war es immer hier. 10 plus 70, also 80. Jetzt aber 10, 15, 5. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Also, ich bin total begeistert und ihr auch. Ich höre das doch hier raus. 30, um von 1 zur 4 dann zu gelangen. Und der unmittelbare Vorgängerknoten wäre dann die 5. Und jetzt kann ich endlich zur 6 kommen. Jetzt kann ich endlich zu meiner schönen 6 hier kommen. Will sagen, ne, diese Möglichkeit haben wir dann dort. Und hier habe ich ganz vergessen zu markieren, was die Distanz ist. Die sei 10, also 10, 15, 10. Coole Sache, ne? Und insofern 35 und mit einem unmittelbaren Vorgängerknoten 5. Und dann haben wir hier zu vergleichen 30 versus 35. Will sagen, markieren werden wir die 4. Markieren werden wir die 4. Und also ist dann hier bei der 4 nichts mehr. Kreuz. Und um von der 1 zur 6 zu gelangen, und wenn die 4 jetzt quasi offen ist für den Flow, dann können wir doch hier, ne, das Ganze so machen. Und das wird aber nichts mehr verbessern. Also das wird aber nichts mehr verbessern. 10, 15, 5, 6. Ne, das wird ja die Distanz nur verlängern. Und also lassen wir es dabei, dass wir hier die 35 haben mit dem unmittelbaren Vorgängerknoten 5. So, und an dieser schönen Tabelle, die wir dann jetzt terminiert haben, sehen wir doch, wir sagen, wir brauchen den Graphen gar nicht mehr zu gucken. Wir gucken uns an, hier lediglich diese schöne Tabelle und können jetzt dann die kürzesten Wege hier abgucken. Das heißt, um von der 1 zur 2 zu gelangen, ist es doch eine Länge von 12. Das heißt, wir wollen zur 2 gelangen. Ich rufe nochmal in Erinnerung, dass also hier die 1 war. Hier ist also die 1, dann die 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Kann ich vielleicht nochmal hier so markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Hier nochmal schön mit Textmarke. Ach Mensch, so viel Zeit muss sein hier. So, ne? Das heißt, um von der 1 zur 2 zu gelangen, ist es doch hier dann eine kürzeste Distanz von 12. Das heißt, die Länge wird 12 sein und unmittelbarer Vorgängerknoten ist dann die 3. Wir sagen, von der 1 zur 2 geht's über die 3. Looky looky machen, ne? Von der 1 zur 2 geht es über die 3. Denn dieser Weg, 10, 2, ist kürzer als dieser Weg. Und also von der 1 zur 2 gelange ich mit der Länge 12. Genauso nur anders. Von der 1 zu 3.
von der 1 zur 3, da habe ich doch dann hier das da, ne, mit der Länge 10 und der unmittelbare Vorgängerknoten ist 1, will sagen, unmittelbar gelange ich von der 1 zur 3, ist ja auch klar, wenn ich mir diesen Graphen da anschaue. Von 1 zur 3, ne, alles andere wäre übertrieben. So, es ist also eine Distanz von 10. Von der 1 zur 4, ne, da haben wir hier schon, das sieht man natürlich auch im Graphen, aber das darf man ja nicht so verraten. Der Prof will es ja hier schön mit dem Dijkstra-Algorithmus haben. Scheint es also hier 10, 15, 5 zu sein, will sagen 30. Und da wollen wir nochmal gucken, ob das der Dijkstra-Algorithmus auch so Kunst tut. Von der 1 zur 3 lese ich hier, ne, was wollte ich sagen, von der 1 zur 3, Länge 30. Und also hier. So, alles klar. Und ne, so weiter und so weiter. Hier lesen wir dann die Distanzen schön ab und können dann sagen, was hier abgeht. Das heißt, das sind die Wege, das sind die Längen, die wir dann jeweils hier aus dieser schönen Tabelle dann ersehen können. Und außerdem die Wege, die wir zu beschreiten haben. Das erwartet euch in meinem Kurs. Das müsst ihr auf jeden Fall hier wissen. Viel Spaß beim Lernen des Dijkstra-Algorithmus zum Finden von kürzesten Wegen hier in ungerichteten oder gerichteten Graphen. Und wir hatten ein Beispiel gemacht für ungerichtete Graphen. Bis dahin.